Achtung, Achtung, eine Durchsage. Dr. Chris und Dr. Andy werden im OP verlangt. Ich wiederhole, Dr. Chris und Dr. Andy werden im OP verlangt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3 Remake. Wir sind in Part 7 und ich bin froh, dass ich nicht alleine hier bin. Welche arme Sau müssen wir aufschneiden? Ich glaube, wir werden nachher eher aufgeschnitten. Wenn ich mir so anschaue, was wir heute in diesem Part machen müssen, ey. Auf dem Krankenhausgelände. Kein Rauchen. Nirgendwo, ja, nirgendwann. Sag das mal deiner Playstation, dass sie aufhören soll zu rauchen, ey. Meine Playstation ist einfach der hart arbeitendste Mitarbeiter in diesem Haushalt. Müssen wir alle mal ehrlich sein. Aber ich schraub dir mal die Tage auf, weil dem armen Matze ist seine Playstation abgeraucht letzte Woche. Und er vermisst die wöchentlichen DPD-Sessions. Und deswegen muss ich meine mal aufschrauben, weil ich ein bisschen Panik bekomme mittlerweile. So, wir wollten in die Schwesternstation, habe ich gehört, ne? Ich meine, ich habe keine Wahl. Ich kann den Part noch nicht beenden. So sieht's aus. Das ist aber schöne Pflanzen. Wo wir gerade von Pflanzen reden. I'm scared. Chris, halt mein Händchen! Du schaffst das. Guck mal, da ist der Jesusbruder von dem anderen, der da oben war. Gott, das sind alles wichtige Fragen, aber die wichtigste Frage ist eigentlich... Chris, hast du eine Hose an? Es gibt Dinge, die sollte die Menschheit niemals erfahren. Stimme ich dir zu. Egal, ob er eine Hose anhat oder nicht. Wir stellen es uns vor. Könnt ihr mal alle aufhören, den Türen zu rütteln? Ey, hier gibt's keine Gratis-Schutzmasken. Hast du den Code davon noch im Kopf? Probier mal 3-9. Weil die Code-Kombinationen im Spiel unglaublich abwechslungsreich sind. Was? War falsch? Dann machen wir 9-3. Warte. Das waren nur zwei Ziffern und das war genauso wie der andere Safe, nur eine Ziffer weniger. Wow. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber okay. Umso einfacher. Oh, ich hab Angst. Ich glaube, ich hab's, als ich privat mal gespielt habe, nie weiter als hier geschafft. Notiz über Kassettenaufnahme. Dakota. Ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, herumzuschleichen und mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark. Randall. Immer dieser Dr. Best, der alle mit seinen Zahnbürsten vergewaltigen will. Das ist unfassbar, ey. Hätten wir alle doch mal lieber Dr. Edgar genommen. Sexy. Aber ich verbrat irgendwie gern die Knarrenmunition. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich hiervon noch 12 verschieße, habe ich einen Platz wieder frei. Könntest du auch von die Pflanze zu essen? Ich bin hier, Mann. Boah, wo kommst du denn her? Richtige Infestation hier, ey. So, du lebst doch noch. Ja. Ihr tut das. Ihr tut so, genauso wie ich, wenn es um Hausarbeit geht. Oh, der schläft. Dann mach ich das mal lieber alleine. Ich würde ja fragen, ob das funktioniert, aber ich ahne die Antwort. Die kurze Antwort ist nein und die lange Antwort ist nein. Oh, ich war zu lange in der Sonnenbank. Ist so, die hat eine 10er-Karte von der Sonnenbank an einem Stück runtergebrutzelt. Aber für meine Haare hatten sie keine Zeit, ordentliche Texturen zu machen. Deswegen sehe ich aus wie ein Afro mit 100 Jahren. Ist einfach so. Sieht aus wie Würmer so ein bisschen, ey. Echt?
Kann mir keiner erzählen, dass das Absicht war. Nee. Ihhh. So, du bist dood, Mädchen, dood. Obwohl, es gibt ja heutzutage junge Mädels, die sich die Haare grau oder weiß färben. Das sieht dann aus wie alt. Ein seltsamer Trend. Absolut. Aber sag dann mal dem Mädchen, deine Haare sind gelb. Die flippen aus. Wieso gelb? Wenn du die Haare färbst und das nicht ganz klappt, sie zu blondieren oder irgendeine Farbton reinzumachen, kann es sein, dass die gelb werden. Und okay. Das ist so der Horror eines jeden Mädchens. Gelbe Haare sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Zumindest habe ich mir das aus Quellen sagen lassen. Hm, ich kann den Schlüssel hier wohl nicht reinstecken, ne? Schade. Was? Du lebst noch? Boah, das sind dieselben Würmer. Boah. Crazy. Hör mal. Was? Ach, immer diese nervigen Ex-Freunde hier, ey. Take the fucking hint. Ah, nehmen wir mal ein grünes. Hör mal, bin ich doof, blind oder nur bescheuert? Liegt hier nix? Ja gut, der Raum ist clean. Der ist clean. Wir müssen... Chris, hilft mich in verwirrt. Wir brauchen die Karte für da hinten. Die befindet sich aber nicht in diesem Raum hier, nehme ich an. Nee, die ist im Lockerraum. Und da habe ich den Schlüssel für gerade gekriegt, ne? Ich hab nur keinen Bock, da hinzulaufen. Merkt das schon, ich bin genial. Der kennt nur keiner. Tadaimas! Carlos des! Das sieht aus wie der Locker hier. Das sieht aus, als könnte ein Schlüssel hier was Gutes tun. So, du kannst mal in den Mülleimer, weil man verwendet... Ich mach das mit meinem Haustürschlüssel nicht anders, du. Weißt du, ich nehme den, mach damit die Wohnungstür auf und dann schmeiße ich ihn erstmal weg. Lohnt sich ja nicht mehr. Ich war so kurz davor zu schreien gerade, weil ich damit nicht mehr gerechnet habe. Ja, mach's doch einfach. Ich weiß. Ich trau mich nicht. Ich habe einen Ruf zu... Ja gut, ich habe keinen Ruf zu verlieren, sind wir alle mal ehrlich. Ganz ehrlich. Das sieht ein bisschen aus wie... Kennst du... hör mal, wer da hämmert. Hm. Kennst du Tim von Tooltime? Das sieht genauso aus wie Tim Allen. Ja, die Haare stimmen nicht so ganz von der Farbe her, aber ansonsten... Ja, ja, so das Gesicht ein bisschen. Kann ich nicht einfach rausgehen jetzt? Ich meine, Jill ist schon cool, aber Carlos hat doch bestimmt Tinder. Und Carlos sieht selber so aus wie eine 8 oder 9. Oben links speichert, das ist immer was Gutes. Carlos ist selber eine 8 von 9, der kriegt schon was. Das ist okay. Das ist kein Speichern, das ist der Predator, der seinen Laser schon in deine Richtung sendet. Merkt das schon, Hell hat seine drei Engel ausgesandt, ey. Hi! Ich muss übrigens sagen, ich finde, das ist eine super geile Anekdote an das allererste Resident Evil, wo wir genau dasselbe mit den Huntern hatten. Ich weiß nicht, ob der Dreier, also ob der Original Dreier das auch hatte. Nee. Weil das haben sie echt schön gemacht. Muss man mal sagen. Carlos, raus, raus, raus. Carlos, links, links, links. So, wir haben die Karte und können damit wieder in den... Ja, da liegt bestimmt noch irgendwas. Ein einfaches Schloss für Jill nachher. Wir können damit aber, glaube ich, jetzt hier in das Zimmer. Aber ich meine, wir haben hier noch ein bisschen Gesellschaft auf dem Gang. Wenn ich mich recht entsinne. Hallo? Ich will nur die Handtücher nachfüllen. Ansonsten bin ich ganz lieb. So, das war hier auf der Seite. Wenn irgendjemand von euch aufwacht, ey. Ich sag es euch.
Oh shit. Na, kriegen wir schon hin. Ja. Ach komm, das Spiel ist schon vorbei. So, du stirbst. Weil in dich laufe ich nämlich 1000 Mal rein. Du auch, weil ich bin für absolute Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. Wie, du lebst noch? Da hat einer sein Frühstück aufgegessen. Und weil ich den Raum hier eigentlich in Ruhe looten will. So, das läuft, das läuft. Wer von euch beiden steht auf? Du? Du? Du auf jeden Fall nicht mehr. Oh, dich, ein Geschenk des Himmels. Ich trau dir nicht. Okay. Einer Kugel in deinem Kopf trau ich mehr. Irgendein Tipp für den Raum, Chrissy. Wenn du eine Blendgranate zufällig dabei hast, dann ist das ziemlich praktisch. Alles andere ist so ziemlich sterben. Oh, hallo. Ich komme immer prepared. Ich bin ja auf Albtraum so oft gestorben, ey. Glaube ich, guck mal, wie die schon ausflippen sind. Götz. Herr Hunter, weißt du, wie lange die geblendet sind? Also reicht das für hin und wieder zurücklaufen, oder? Nicht ganz, aber so fast, ja. Also ja, ja, würde ich sagen. Es reicht, aber du musst halt direkt reinrennen. Uah! Wow, mein Gott, was? Jo. Servus! Lass mich nicht die Granate werfen, ist voll okay. Audi. Ich nehme dann mal die Kassette. Thank you very much. Das hier lasse ich dir dafür als Geschenk da. Peace out, bis dann. Servus! Problem ist jetzt der Nummer 2. Ja, ja. Na, kümmert sich Jill später drum. Ich glaube, einmal kurz ein Liebestoucher ist ganz okay für den Raum. Das ist mega gut. Ich wusste nicht, dass er irgendwann mal da... Weil ich habe ja theoretisch die Tür habe ich ja aufgemacht. Und damit habe ich ihm gesagt, ey Bruder, mach einfach, komm einfach rein, ich habe aufgemacht. Okay, ist einfach Schloss haben wir. Wir haben jetzt die Tonbandaufnahme, die können wir mit der Kassette kombinockeln. Genau. Aber bevor ich das mache, gehe ich speichern, weil ich ein kleiner Schisser bin. Hm. Oh, hi. Ja, gib mir mal gerade kurz eine Sekunde. Ich sorge dafür, dass wir nicht nochmal die letzten 10 Minuten nachspielen müssen. Wie einfach guckt. Hat er sich gerade geheilt? Was? Hä? Wieso heilst du dich? Das ist nicht erlaubt. Spielstopp. Der disconnected gleich. Oh, nein, Hilfe. Hier ist ein Self-Raum. Edgy Badge. Bitch. So, was haben wir denn hier? Ah, Heilzeug ist für Anfänger. Also nehmen wir lieber eins mit, sicher ist sicher. Wieso habe ich eigentlich immer noch Brads Karte dabei? Na egal, ich bin heimlicher Fan von ihm, deswegen. Ich sammle die. Okay. Ich könnte jetzt aus dem zweiten OG, weil ich muss ja eh wieder runter, ich könnte aus dem zweiten OG ins erste springen. Das würde mir den Weg auf jeden Fall verkürzen. Oder ich renne direkt zum Dach. Gucken wir mal, was näher liegt. Ich glaube, das Dach liegt näher. Ja. Hi Jesus. Mach mal ein Gebet für mich bitte. Ganz ehrlich, ich glaube, so weit habe ich bisher. Habe ich es hier so weit schon mal geschafft auf Hardcore? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja. Oh, ihr kommt bestimmt nachher nicht da raus. Da bin ich felsenfest von überzeugt, jawohl. Du kannst in den OP-Raum jetzt rein, wenn die Karte dabei ist. Mhm. Würde ich auch machen, ich würde hier nicht im Gang kämpfen, wenn ich du wäre. Warum? Du kannst sie alle in den OP locken und einfach rumlaufen. Weil da so ein Kreisgang ist quasi. Ja. Wenn die dann reinkommen.
glaube, so läuft es nicht anders. Ja, gib doch mal gerade kurze Sekunde. Ich weiß gerade gar nicht, wo die alle herkommen. Ja, moin. Mach mal einen Abflug. Servus. Warum hast du dich nicht geheilt nach dem zweiten Biss? Weil ich erstmal durch wollte. Deine Logik ist unbestechlich. Pass auf, lass es mich so formulieren. Entweder, also ich hätte mich jetzt heilen können, aber hätte er mich wieder gebissen und dann wäre es, gerade weil ich gerade gespeichert habe, voll unnötig gewesen. Ja, dann, aber du hättest dich so oder so heilen müssen. Ich weiß, aber ich wollte es drauf ankommen lassen. Oh, ich habe hier einen. Oh. Das ist ja nett von euch, dass ihr mir die 10 Sekunden Laufarbeit erspart. So, da meine Taktik so fabulös funktioniert hat. Oh. Ich habe gehört, du brauchst noch 1000 mehr überpowered Items. Hier hast du noch ein paar Granaten und 200 Kugeln. Ich möchte daran erinnern, dass wir auf Hardcore spielen. Hardcore ist das Normal von Resi 2. Ist einfach so. Mhm. Abgesehen davon, dass Munition selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden dir einfach nachgebrochen wird, das ist hier nie das Problem. Dokument, ich würde dich gerne mitnehmen. Na, oh, ich dachte, ich komme noch schnell genug weg. Was die für 180s hier machen, ey, ist der Wahnsinn. Verpiss dich, die Tür muss zu. Danke. Peace out. Komm schon, Eibar, red mit mir. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel. Bart, bitch. Bart, I'm the best biologist you'll ever meet, you bet. Das ist ein Dialog unterbrochen. Oh. Ich dachte, er redet weiter, wenn ich hier reingehe. Nope. Schade, ich kann es noch nicht mal starten, hm? Nö, ist vorbei. Nein! Naja, zeigen wir, wenn wir den Nightmare Run machen. Dafür gibt es jetzt für dich erstmal ein schönes Dokument, was du lesen kannst. Bard. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Warte, ich muss noch das Blutgut vorlesen. Oh, perfekt. Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bard, es ist meine Ehre, Sie herzlichst zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone MSWZ von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September 1998, 18 Uhr. Orient Restaurant, Central Hotel, erster Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Greg Tester, Senator. Ich finde, du hast dem Blut so einen ganz eigenen Charakter verliehen, muss ich sagen. Also, das war schon sexy. War da jetzt nicht noch eine dritte Seite? Nee, das waren zwei. Okay, ich könnte schon, wenn da stand was von drei Seiten. Oh, entschuldige bitte. Du bist heute am Skippen hier, der Junge, das ist schlimm. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Du stehst auf Brunette, oder? Ich lasse es Irons wissen. Der kann dir was präparieren. Der kann dir einen auf den Tisch legen. Kommt da so mit einer ausgestopften Frau da an, so eine halbe Plastikpuppe zieht dir am Arm rein. Hier, für dich, gönn dir. Brian, warum ist Ihre Vagina ausgetauscht? Naja, die echte habe ich schon benutzt. Aber die hier hat 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon gekriegt. Mit Brian war die 2 Tage da, du.
Du darfst nochmal, dafür, dass ich dich gerade aus Versehen weggedrückt habe. Das hättest du wohl gerne. Hätte ich auch. Okay. E-Mail von Nathaniel Bard an Greg Tester. Betreff: Er bitte umgehend Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher. Allerdings warst du mir immer ein guter Freund. Also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine 1 Dosis des Impfstoffs gegen das Virus. Der heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie. Nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir. Nein, Greg, ich habe keine Liebhaberin, denn sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der United States of America bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort! Ohne dass Umbrella Wind davon bekommt. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindungen. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung der UBCS auftreiben kann. Ich halte den Rücken frei und du mir meinen. Schade, dass er den Kopf geschossen bekommen hat vorne. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon. Nate. Der ist echt Nate Bard. Okay. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches of the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... My God, Jill knew all along. And she trusted me anyway. Sie haben den geheimen Bildschirm-Smash-Befehl eingegeben. Daraufhin hat sich die Tür unlocked. Chris wäre stolz. So. Aber eine ziemlich krasse Szene für Carlos als Charakter, dass er quasi gerade merkt, die Leute, für die er arbeitet, sind wirklich verantwortlich für den Scheiß. Und wir wissen ja alle, wer Bart auf dem Gewissen hat. Ja. Wenn man eins und eins zusammenzählt, kommt man darauf. Ne? Beziehungsweise wenn man das Original kennt und weiß, dass da alle abgeknallt wurden. Alright, Joe. Hang tight. T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Angetäuscht! Ausgewichen! Eine Runde muss ich noch laufen. Warum bist du... I am the Hunter! Rausgegangen? Weil ich dachte, dass er schneller wieder da ist. Verstehe. Wo muss ich lang? Geradeaus. No, don't do it! I'm a virgin! Wow! Nice. Oh, mein Herz, Junge. Da war Jill. Jill, komm her!
Komm in meine Arme, Jill. Ich find's krass, dass kein einziger Zombie den Weg hier reingefunden hat, obwohl Jill jetzt nicht die leiseste gerade ist. Das Heilmittel? Nee, das ist der G-Virus im Lager. Das Heilmittel ist in einem Schrank weiter. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Oh, you sit tight. I got this. Better grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Oh Gott, dude. Gut, da wir hier nach, Achtung Spoiler, Carlos sowieso nicht mehr spielen, kann ich ja jetzt Haywire gehen, oder? Absolut. So, dann kann das weg, das kann weg. Draußen im Raum liegt auch noch genug Scheiß. Also Pistolenmunition würde ich wegwerfen. Ja, sehe ich ähnlich. Brauchst du Platz für andere Dinge? Und einen Platz brauchst du für ein Item, also. Ja, okay, kannst erstmal alles voll machen. Brauchst ihr Heilmittel zwischendurch auf. So, ich glaube. 6 Vollheilmittel sollten reichen. Ja. Ich hab die Stelle auf Albtraum gehasst, ey. Ich hab das Spiel erstmal 2 Monate nicht mehr gespielt an der Stelle. Das ging mir so auf den Senkel. Auf Hardcore hatte ich aber großartig viel Spaß an der Stelle beim ersten Mal. Bin ich so 1-2 Mal gestorben und dann war's okay. Oh, ist ja noch ein First Aid. Ja, komm. Bevor ich jetzt gewone-shottet werde. So. Chris, bist du bereit für ein bisschen Party? Mhm. Die Pistole kannst du echt stecken lassen. I'm gonna try to lower the window shutters. The less entry points, the better. And how do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Ja, Freunde, dann wollen wir doch mal. Wie die hier alle kopfüber einfach reinsteigen, ey, die Gauner. Tschüss! Ich empfehle dir, dich alle 6 Minuten immer mal nach hinten umzudrehen. Ja. Das ist so die Krux hier. Weil die einfach reinstürmen wie die Bekloppten. Mhm. Aber wie gesagt, auf Hardcore ist das absolut machbar. Ja, ja. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, den Zünder zu greifen mir. Ja, das passt. Pistole und Munition. Ich wollte echt andere Munition haben, aber alright. Du machst einen Abflug, von rechts kommt einer. Right. Nee. Der wurde auch mal Zeit, dass die Party hier in die zweite Runde geht, ey. Boah, du bist aber schnell, mein Kleiner. Bleibst du wohl da? Nein. Lässt du wohl die... Boah. Ich gerade nur aus einem Ohr gehört. Wie einfach zu Jill will. Vergiss es, das ist mein Date. Such dir jemand eigenes, der fast gestorben ist. Du kannst sie übrigens punchen, wenn du sie mit Elektrizität lähmst. Echt? Ja, ja. Let me just try that out. Warte mal, wo war das Ding denn hier? Da. Yoda Flame!
Ist ja geil, ey. Ich bin Popeye, der Seemann. Das ist voll geil. Bleib hier. Das ist meine Tür. Oh, da kommt der Hunter. Oh, 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 oh. Shit. Moment, Moment, Moment. Ich habe ein Plänchen dafür. Nice, ey. Hier, geh ins Menü, Carlos, bitte. Servus. Bin gleich da. Ich muss nochmal. Oh, hi. Ich wollte eigentlich nur ein paar Granätchen nehmen. Hi. Nix da. Oh, hi. Da ist ja jemand. Na, dann bleib halt da. Ist mir doch egal. Ich hab Wichtigeres vor. Hast du den Schalter schon gedrückt? Ja. Okay. Ich gucke aber nur nochmal. Geh von meinem Schalter weg, Mann. Ja, gut, ganz allein mir. Okay, der ist an. Ich mag's aber dunkel. das Licht brennt in meinen Augen. Ja, kletter du mal da hinten rein. Der kriegt gleich eine Granate in die Fräse, Junge. Nix, wiedersehen. Hier, komm, nur für euch beide. Nur weil ich euch so lieb hab. Boah, nix da. Du, nein, Bro, oh nein. Brofist. Das wäre so schön, wenn die davon kaputt gehen würden, ey. Wo kommst du denn her? Oh. Was, auf Hardcore gab es auch einen zweiten? Das wusste ich schon gar nicht mehr. Gönnung! Ich dachte, es gibt immer nur einen Hunter auf Hardcore. Oh, erledigt. Nice. Habe ich hier noch irgendwas drin? Nee, ne? Oh, die Gürteltasche, die mir mittlerweile schon gar nichts mehr bringt, ey. Fantastisch! Dich kann ich einfach mal ausrüsten. Oh, also, egal. Seid ihr bereit für Pistole? Servus, nix da. Ihr kleinen Zappelfilippe, lass mich zur Munition da hinten durch. Nein, da habe ich gerade keine Zeit für. Oh. Ja. About that. Was? Wie bitte? Also zu dem Zeitpunkt bin ich noch nie gestorben. Excusez-moi, ich war auf aber sowas von hellgelb. Wie hast du eigentlich deine ganze Munition verfeuert, ey? Das frage ich ihn allerdings auch. Dass mir selbst auf Albtraum kaum passiert. Das fragen uns gerade alle. Ich war vor allen Dingen bestimmt so eine Millisekunde davor, das zu schaffen gerade. Ja, wie gesagt, also an der Stelle bin ich noch nie gestorben. Ich nehme jetzt diese 5 Kugeln Pistolenmunition mit, die machen bestimmt den Unterschied. So, nee, ey, die brauchst du nicht. Jetzt reicht sie mir hier, ey. Du nimmst einfach mal so ein bisschen mehr die Elektro-Dinger. Und punch ein bisschen. Ja, ja, ich habe eh genug Heilzeug, da brauche ich nicht an auf Safe spielen. Ja, wie gesagt, du hast 500 Kugeln, also ich weiß nicht, was du damit vorhin gemacht hast. Ich bin richtig ausgeflippt, ey. Hatte die Szene noch ein bisschen kürzer in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Bitch. Oh, Junge, ich entstehst du denn auf, Alter? Geh doch mal weg jetzt! Ein bisschen Freiheit und noch mehr Liebe für den Andi. Ist so. Ein bisschen Liebe könnt ihr vertragen gerade. Könntest du mal fertig nachladen? Da können wir mal ein bisschen punchen hier.
Frech seid ihr heute. Hopp. Pass auf, dass du dich nicht cornern lässt. Boah, was der aushält, ey. Unfassbar. So, ich bin auf. Jetzt kann ich euch aber alle mitnehmen hier. Ich nicht, aber okay. Weißt du, ich heile mich jetzt gleich schon das zweite Mal, wenn ich auf Geld bin, aber ich bin einfach zu vorsichtig. Nix. Naja, du bist auf Orange, nicht auf Gelb gerade, oder? Ich kann's hier. Bin ich? Boah, hier gibt's gar kein. Hier gibt's doch nur grün, gelb. Gelb gibt's doch gar nicht, oder meinst du grün, gelb? Sie finden was raus? Na, ich war auf Gelb. Ich meinte eher grün, gelb. Weil es gibt dunkelgrün, grün, gelb, orange, rot. Splash, splash, splash. Das hat mich beim ersten Mal gar nicht gestört, aber das haben viele Reviewer angemerkt, wie albern es ist, dass die Zombies ja immer nur zerplatzen und dabei so ein billiges Flatschgeräusch machen. Aber es macht auch Sinn, dass sie hier nicht 50 Zombies im Raum liegen lassen, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch. Das haben sie noch nicht richtig durchdacht. Wie dieser formale Deiter Hunter mit seinem kleinen Schwänzchen da hinten dafür gesorgt hat, dass die Granate weggebounced ist, ey. So, ihr wartet mal. Ich muss mir ein bisschen Munition, Nachschub und alles besorgen. Klicke die, hi. 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 Nehme ich, danke. Bis dann. See ya. Finger weg von meiner Tür, der hat bezahlt. Wow, wo kommst du denn her? Die sind ja echt überall, ey. Du hättest die Granate vorher nicht verschwenden sollen. Weiß ich, ist meine Schuld. Oh, hier liegt ja noch mehr. Cool. Das wäre vorhin auf jeden Fall hilfreich gewesen. Servus. Jetzt können wir Spaß haben hier, du und ich. Komm, let's go. Von hinten anschleichen. So einer bist du. Ja, nix, Junge. Geh arbeiten. Warst du vermutlich, als das hier passiert ist. Aber was soll ich machen? So, schön. Mach das, du Fottküss, ey. So, sicher ist sicher. Nix da, Freunde. Ihr und eure komischen Kopftentakel. Mein Gott. Hat irgendwas gebracht da hinten? Nee. Komm, gönnt euch nochmal. Dich nehme ich. Von meiner Tür! Wo ist jetzt der zweite Hunter mittlerweile? Was müsst ihr alle Karnevalskostüm anhaben hier, ey? Oh, da bist du ja. Ich hab dich schon vermisst. Heil dich bloß, ey. Bin dran, wenn ich mal ins Menü kommen könnte. Dankeschön. So das, dann so das und dann... So, einmal den hier. Hab ich hier geworfen? Ne, hab ich nicht. Hunter, wenn du mich mal bitte die Granate werfen lassen könntest. Oh, ich hab ihn gerade schon gehört, ey. Ich muss mal ein bisschen... Ja, ich weiß. Bisschen so im Single gerade. Ja, ich weiß. Ach so. Das hätten wir. Boom. Jo, die Granate hat auf jeden Fall ihren Dienst erfüllt. Hey, Brudi. Ich hab da eine Eisenlieferung für dich. Komme! Zum Glück hattest du die Granate noch. Wenn du jetzt stirbst, ey. Ja,
einfach in den Raum rein, da habe ich mich immer versteckt. Allein bist du wieder hinterherlaufen, hast du dann noch. Nein, Jill! Hauptsache, jetzt habe ich noch 130.000 Kugeln über, ey. Für die Statistik! Oh Mann, das wird teuer für die Versicherung. Not even close. But at least it's over. I'm coming back. Gut, dass Carlos so ein Sprengmeister ist und genau wusste, wie die Säule umkippt. True. Vaccine's a real deal. Good. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Dachte, er will sie anfummeln von dem Gesichtsausdruck gerade. It's over now. The city's safe. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. Ganz ehrlich, ich liebe diese Übergänge von Cutscene-Grafik in Ingame-Grafik, wo du denkst, oh, ist das so Teil der Cutscene, sie steht auf, und dann mal bam, es geht weiter. Finde ich mega geil. Ich muss übrigens sagen, die Szene, die ich gerade, die wir gerade gesehen haben, cool, noch eine Pistole, gib mir alle! Die Szene, die wir gerade gesehen haben, fand ich sehr cool als Exposition für Jill, wo quasi gezeigt wird, dass ihre Gefühle für Carlos wachsen. Weil normalerweise ist Jill dann, die sagt, dann stirbst du halt, ne? So wird sie vor allen Dingen am Anfang porträtiert. Aber bei Carlos konnte sie nicht schießen. Und das finde ich extrem cool, muss ich sagen. So, packen wir mal ein bisschen was hier von hier rein. Wir müssen da jetzt ein bisschen mal aufräumen gehen hier im Krankenhaus später. Du kannst weg, du kannst dahin, da. Aber ich meine, es ist ein Resi-4-Fetisch, sind wir alle ehrlich. Ich merke das schon, bei Andi Vanier vergeht kein Resi-Part, ohne dass er am Ende euch mit Aufräumen nervt. Aber dann können wir den nächsten Part direkt starten. Wow, oder du machst ganz fuchsiert, ey, und du räumst nochmal auf, wenn der Part anfängt. Nee. Außer wenn ich vergesse zu speichern oder sterbe. Ah, Freunde, das war das Krankenhaus mit Carlos und wir haben mit Jill noch ein bisschen was zu erkunden. Immerhin können wir ein paar Schränke aufbrechen und ein paar Goodies uns schnappen. Da bin ich ja mal gespannt, wie wenig Blessuren du da schaffst. Ja, das frage ich mir allerdings auch. Aber ihr wisst, alles uncut.
Ich schneide nichts raus, was mich in einem schlechten Licht darstellt, weil ansonsten wäre das Projekt bisher nur 10 Minuten lang. Und das auch nur ganz weil, da oben lebt noch alles, ne? Weißt ja, ach, das. Ach, easy schmiesi, pass auf, ich komme da. Ich sag es dir jetzt, es kann sein, dass ich sterbe, aber ich werde in dem Run, den ich mitnehme, nur einmal getroffen werden. Maximal. Sieh diese Jill-Augen. Sie ist heiß darauf, hochzugehen. Ich sehe in ihre Augen. Sie sind wunderschön. Das ist korrekt. Von daher, Freunde, wir sehen uns nächste Woche zu Resi Part Nummer 8. War geil, dass ihr dabei seid. Chris, war geil, dich wieder dabei zu haben. Und hau da rein. Träumt was Schönes. Von Chris ohne Hose. Ciao, ciao. Ciao, ciao.